Das Münchner Modell. Ah, München, da kommt mir doch gleich Weißwurst und Brezen in den Sinn. Hat das Münchner Modell damit etwas zu tun? Lass dich überraschen. Hallo, mein Name ist Markus und ich werde euch heute etwas über das Münchner Modell von Gabi Rannmann-Rottenmeier aus dem Bereich Wissensmanagement erzählen. Nicht zu verwechseln mit Münchner Modellen, die es auch noch aus anderen Bereichen gibt. Bist du schon mal im Auslandsurlaub mit dem Auto auf Straßen gefahren, die man nicht mehr wirklich Straßen nennen kann? Man kommt auch irgendwann ans Ziel, über Unebenheiten, vielleicht mit Umwegen, aber man benötigt eine lange Zeit. Wie schön sind da doch unsere Autobahnen, die von Leitplanken begrenzt uns eben und schnell an unser Ziel führen. Das Ziel des Wissensmanagements ist es, das Lernen einer Organisation und deren Individuen zu fördern. Es gibt den Rahmen, kann die Richtung vorgeben und ebnet den Weg für das Lernen der Organisation. Um den Begriff Wissen im Modell verständlich zu machen, wird häufig die Wasseranalogie verwendet. Das Wissen wird verglichen mit dem Wasser, etwas, das ständig in Bewegung ist. Gefriert man das Wasser, wird es zu Eis. Es wird starr und fixiert. Bei Wissen passiert das, wenn es in Form von Informationen wie zum Beispiel in Büchern festgehalten wird. In der digitalen Welt sind dies dann Daten. Bei dieser Form des Wissens spricht man auch von Informationswissen. Das ist gut greifbar und handhabbar. Wird das Wasser jedoch heiß, beginnt es zu dampfen und der Dampf setzt Kräfte frei, die etwas bewegen. Der Dampf steht für das Handlungswissen. Der Bereich, aus dem Wissen zu handeln führt bzw. Wissen, die Handeln generiert wird. Diese Prozesse sind schwierig zu greifen, sehr individuell, an einen Kontext gebunden und somit auch schwierig zu steuern. Schauen wir nun auf das Modell. Das Wissen ist der zentrale Punkt, um den sich alles dreht. Wissen im Spannungsfeld zwischen Information und Handeln. Im äußeren Kreis um das Wissen oben die Wissensnutzung, die dazu führt, dass aus Informationswissen Handeln wird. In der Gegenbewegung die Wissensrepresentation, die dazu führen soll, dass neues Wissen und Erkenntnisse geteilt werden und in Form von Information verfügbar ist. Der innere Kreis beinhaltet die Wissenskommunikation und die Wissensgenerierung, die in beiden Richtungen von uns zu den Polen fließt. Die Bereiche aus dem inneren und äußeren Kreis bedingen sich. Im Gegensatz zu anderen Modellen weist dieses Modell darauf hin, dass es neben der Organisation auch auf das Individuum ankommt. Eine Organisation kann nicht lernen, wenn nicht auch die einzelnen Individuen der Organisationen lernen. Probleme und die Zielsetzungen der Organisation und jedes Einzelnen sind der Motor. Sie halten den Prozess des Wissens und Lernens in Gang. Das Wissensmanagement soll die Klammer um diese Prozesse bilden. Mit gezieltem Vorgehen, Methoden, Leitplanken und strukturierter Managen der Prozesse, soll die lernende Organisation gefördert werden, noch besser zu lernen. Besseres Wissen ermöglicht einen Wissensvorsprung, der für viele Organisationen ein essentieller Faktor für den Wettbewerbsvorteil ist. In den unteren Ecken des Wissensmanagements beinhaltet das Modell noch die Organisations- und Themenbereiche Technik und Informationsmanagement, die sich mit dem Schwerpunkt dem Pol Information zuordnen lassen. Dem Pol Handeln ist Personal- und Kompetenzmanagement zugeordnet. So will das Modell dazu animieren, Wissensmanagement als gesamtheitlichen Prozess der Organisation zu betrachten und ruft zur Interaktion und Einbeziehung der verschiedenen Funktionen und Bereiche wie IT und Personalbereich innerhalb des Wissensmanagements auf. Neben dem Münchner Modell gibt es noch weitere Modelle aus dem Bereich Wissensmanagement. Das Bausteinmodell nach Probst und das EC-Modell nach Nonaka und Takeuchi sind die bekanntesten und haben auch das Münchner Modell beeinflusst. Mehr zu den beiden Modellen erfahrt ihr in weiteren Videos von mir. Abschließend nochmal die wichtigsten Punkte: Wissensmanagement hat das Lernen der Organisation und des Individuums zum Ziel. Die Organisation kann nur lernen, wenn das Individuum auch lernt. Wissen ist im Fluss zwischen Informationswissen und Handlungswissen. Ziele und Probleme sind der Motor für neues Lernen und Wissen. Der Bereich des Handelns ist schwer zu steuern, aber nicht unmöglich. Wissensmanagement sollte sich nicht nur auf einen Bereich abgrenzen, sondern bereichsübergreifend sein.
Ich hoffe, das hat euch Wissensmanagement und das Münchner Modell etwas näher gebracht. Vielen Dank fürs Zuhören. Und um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Traditionen pflegen und leben ist doch auch eine Art des Wissensmanagement, oder? Damit hätten wir dann auch wieder die Brücke geschlagen vom Münchner Modell zur Weißwurst und der Brezen.